Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen noch ein Solo-Abenteuer. Wir haben den zweiten Boss jetzt im normalen Bereich. Und zwar wird das Ganze jetzt Sonnendieb. Wir haben es bis in die Schatzkammer des Tempels geschafft. Ihr kümmert euch um den Wächter. Und ich mache den Rest. Ah, danke, Rino. Du bist der Beste. Okay, also wir sollen uns um Sonnendieb Ferix kümmern. Ich probiere es nochmal mit meinem Standard-Krieger-Deck. Ihr werdet es jetzt auch gleich an der Seite sehen. Da fliegt es schon rein. Und ja, es ist eigentlich aufgebaut als Kombinationsdeck, das heißt, ich habe mit ihm so im Ranked eigentlich läuft es ganz ordentlich. Könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber gerade so im Mittelbereich ist es ein sehr, sehr einfach zum Spielen. Es hat keine besonders schweren Karten drin. Und ja, wir nehmen das jetzt einfach. Okay, ich nehme raus, ich brauche ein paar Starts. Karten, mit denen ich starten kann. Natürlich eine Waffe wäre jetzt schön gewesen. Die bekomme ich natürlich nicht. Ja, eine Endgame-Waffe. Schnappt euch den Schaft. Okay, also wenn wir den Schaft, na guck, machen wir hier mal ein bisschen was kaputt. So, also er legt sich eine Klaue an und wird uns einmal hier angreifen. Damit steht es 28 zu 32. Und ich gehe mit einem Zerschmettern mal drauf, dass wir den schnell auf 3, da bekommen wir auch schon unseren Piraten. Okay, heilen kann er den nicht, da haben wir schon unseren Grimmigen, den wir für nachher brauchen. Ja, ich kann nichts großartig machen, deswegen lege ich mir lieber hier meine Heldenfähigkeit drauf und... Ich verteidige den Tempel. Oh, Kacke. Da hätte ich die 2 Schaden gebraucht. Okay, jetzt muss ich mir natürlich was überlegen, wie wir das machen. Das heißt, ich lege ihn rein. Aber mit den 2 Schaden, wir können den als Tank drauf machen. Weil den Ghoul hätte ich zwar auch machen können, dann hätte ich ihn oben auch weggekriegt mit 2. Aber, boah, Kacke. Ihr habt keine Vorstellung von der Macht des Okay, das war jetzt natürlich Kacke. Gut. Gut. Legen wir ihn rein? Gute Frage. Was soll ich machen? Ich will natürlich nicht, dass mir die 5 entgegenhauen, aber ich glaube, damit kriege ich es am ehesten weg. Allerdings habe ich dann keinen Auslöser für meinen grimmigen Gast. Sollen wir da noch eine ziehen? Ich glaube, ich lege erst mal hier rein. Die 5 Schaden will ich mir eigentlich nicht einfangen. Da holt sie sich ab. Wird dadurch zerstört. Ich verteidige den. Oh, und er spielt noch einen. Spielt ihr gern mit Feuer? Und einen Pyromanten. Okay. Also, dann. Wie gehen wir jetzt vor? Wir können einen vernichten. Dann haben wir den Stab. Zum Beispiel. Oder. Meinen Grimmigen kriege ich nicht ausgelöst. Den opfern. Er wird sich wahrscheinlich drauf stürzen. Dass er mir den weghaut. Ich probiere mal die als Lockmittel zu benutzen. Er ist wertvoll. Und jetzt sind wir geschildert. Und ich... Ja, ich nehme ihn, glaube ich, so weg. Bestimmt, mir kann ja eh nichts passieren. Und dann schauen wir mal, was er macht. Okay. Er will meine Rüstungsschmiedin wegnehmen. Legt sich hier wieder ein mit 5 Schaden hin. Oh. Okay. Natürlich genau den falschen. So. Ich nehme Blutschrei, damit ich den großen wegbekomme, oder? Na komm, machen wir's.
Mir kann eh gerade nichts passieren. Dann hauen wir dem einen drauf. Und ja, die anderen lassen wir mal. Vielleicht spielt er ja einen Zauber. Na klar, nee, er holt sich lieber den Schaft. So, ich könnte einen Auslöser gebrauchen. Bekomme natürlich keinen. Ach, das ist doch kacke. Wie ziehen wir Karten? Ich probiere es mal so zum Ziehen. Okay, ein Manipulator bringt mir. Ich könnte den Stab verdoppeln, das wäre natürlich sehr gemein. Aber ich ziehe mir, glaube ich, lieber mal rüber. Und probiere mal zwei Stäbe draus zu machen. Ich frage mich, was dann passiert. Ich glaube, jetzt haben wir das Raumzeitkontinuum komplett einmal zerstört. Jetzt sind wir beide geschützt. Und... ja, I think I broke the internet. Okay, da haben wir unseren Auslöser. Ich muss nur zwei oder eine Runde durchhalten. Deswegen ziehe ich mir die Waffe rein. Zieh noch mal zwei Karten, um zum... oder spielen wir erst ihn? Ja, spielen wir ihn. Ich ziehe zwei Karten. Ah, da wäre noch ein fieser Zuchtmeister gewesen. Mischt, mit dem hätte ich auch ziehen können. Und dann nehmen wir ihm... der macht schon Ärger. Drüben wäre auch noch Tundi. Ich nehme lieber mal den weg. So. Was macht er jetzt? Er spielt einen Flammenstoß. So, jetzt hat er beide Stäbe. Kacke. Okay, dafür kann ich jetzt, wenn ich will, meine Kombination spielen. Ich habe allerdings Angst, er hat hier zwei. Ich muss den 5er Hundi wegnehmen. Und dann könnte es eventuell knappen. Aber ich nehme erst ihn rein. So, dann ihn. So, jetzt nehmen wir ihm den Stab weg. So, dafür gibt es jetzt richtig massiv Schaden. So, und wir können noch mit einem fiesen Zuchtmeister. Oder wir können vernichten. Da haben wir auch noch den Stab, den lassen wir mal noch drin. Ich würde sagen, dann nehmen wir eben hier einfach nochmal einen weg. Oder ja, wir verdoppeln, glaube ich, lieber. Das bringt ein bisschen mehr. So. Damit dreht sich jetzt langsam hier das Blatt. Er will 5 Schaden hier drauf machen. Ja, der wird ihm zu gefährlich. Oh, jetzt kommt da ein 6-6er hin. Wirklich. Ja, die kriegen wir weg hier. Ich ziehe eine Karte. Bekomme einen Wirbler sogar noch rein. Aber ich hole mir erstmal den anderen Schaft, glaube ich. Die eine Karte kann ich ja dann verdoppeln. Beziehungsweise mit 4 können wir auch den wegmachen. Dann... ich nehme ihn weg. Damit kriege ich hier auch noch mal einen. So, den machen wir da drüber. Und wir nehmen uns den Stab rüber. So, und Shields ab. So. Was macht er jetzt wohl? Er hat ein bisschen das Problem mit Karten. Bekommt jetzt die nächste 5er Waffe. Irgendwie alles mit 5 Schaden bei ihm. Ein 3-2 ist natürlich kacke. Obwohl, ich habe meinen 2-2 auch da liegen. Kein Problem. Damit kriege ich den entsprechend weg. Er bekommt einen kleinen. Den machen, nehmen wir ihm auch weg. Dafür bekommt er einen 4-4er auf die Hand wahrscheinlich. Und wir legen unseren Ghoul noch alles ins Gesicht hier noch. Den Ghoul lassen wir mal noch weg.
Mit dem 5-1 würde er sofort drauf gehen und dann würde hier komplett Panik austreten. So, aber jetzt will er wirklich alles haben. Ja, mit einem 2-3er wird das allerdings nicht ganz so leicht möglich. Denn wir haben zum Beispiel hier einen schönen, fiesen Zuchtmeister, aber erst verdoppeln wir. Einmal. Dann können wir mit dem fiesen Zuchtmeister den zweiten auch nochmal verdoppeln. So, und zur Absicherung legen wir keinen... Ja, komm, legen wir ihn hin. Und wir machen den Shields ab. Und gehen nicht mit der Waffe drauf, weil sonst würde das Feld explodieren. Da kommt schon der nächste 3-2. Fiesta, Fiesta! Was machen wir hier? Ich habe meinen 5-2er. Erstmal den 2-2er, den werden wir auf jeden Fall gegen den Raptor wieder schicken. Oder? Ja. Dann haben wir schon wieder ein bisschen Platz, wenn sich der eine jetzt verdoppelt. Hui, ein 1-1er. Ja, das ist perfekt. Wir nehmen ihn ins Gesicht, damit wir den zumindest mal behalten können. Ja. Wir können es ignorieren, die kommen eh nicht an dem vorbei. Und mit 5 Schaden... ja, komm, eine Runde. Das werden wir schon überleben. Sonst habe ich echt Angst, dass da irgendwie was passiert. Er liegt schon in den Seilen. Gib ihm den Rest. Ja, machen wir. So, jetzt nochmal der Abschluss. Das heißt, ja, der 5er kann ihn besiegen. Wir machen wieder kleine ins Gesicht. Noch einen kleinen ins Gesicht. Und das macht Papa persönlich. So. Das war der Kampf gegen Sonny Pferix. War sehr interessant, gerade mit dem Stab. Ja, hätten wir sicherlich auch schöner lösen können. Wir sehen ihn ja nachher im Heroischen nochmal. Wenn Harrison mich jetzt doch nur sehen könnte. Ja, Harrison. Ist das normal, dass der Boden so bebt? Oh, jetzt kommt Tempelflucht. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde, beziehungsweise bei den Heroics. Ich bekomme einen Beschwörungsstein. Diener desselben. Der ist natürlich cool für Mages. Und der hier, der uralte Wächter, der kann auch einiges machen. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nachher in der nächsten Runde. So, ja, da gibt es dann die netten Karten. Also, bis dann. Ciao, ciao. Und denk dran, Daumen nach oben. Ciao.